Jetzt geht's ab. Yo. Automatic Flip. Ja. Ja. Genau. Nein. Nee. Niemals. Nee. Wow. Hat geklappt. Hallo, was geht? Und ein ganz herzlich willkommen wieder zu dieser Special-Folge. Ihr habt es euch gewünscht. Viele von euch haben die letzte Folge unheimlich geliked und ich habe mich wieder in den Limbus des chinesischen Social Clubs begeben und weitere Automatic Maps gefunden, Leute, die es in sich haben. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben für diese Mühe. Wenn ihr neu hier seid, droppt gerne das Abo, denn über die Hälfte meiner Zuschauer sind keine Abos. Das ändern wir. Lasst euch in den Kommentaren willkommen heißen und ihr seht, dass jemand versucht, in mich reinzugehen. Das ist der Anime-Fan. Hallöchen! Hallöchen! Ich bin mal gespannt, was du gefunden hast. Es wird einfach nur geil. Ihr seht das ganze Konstrukt hier hinter mir. Ein komplett automatisches Ding. Wieder von einem Chinesen an der Stelle. Die sind gar nicht so leicht zu finden, Leute. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze wird. Ich bin auch mal gespannt. Dieses sexy Meisterwerk heißt American Girl. Oh. Ein Chinese macht ein amerikanisches Mädchen. Ja, der amerikanische Traum verwirklicht von einem chinesischen Map-Erbauer oder einer Chinesin, weiß ich nicht. Vielleicht ist sie auch eine. Ich muss sagen, kann auch ein Mädchen sein. Es wurde nur gesagt, berühr das Schwarze. Und dann sollst du nichts drücken. Und let's go. Schwarz berührt und schöner Flip. Da. Oh, gemoddet. Hier wird auch gemoddet. Oh, Flugzeug. Nice. Wow. Das Fahrwerk hat keine Hitbox. Oh mein Gott. Concentrate, yo! Und es geht wieder ab, Freunde! Alter, es geht wieder richtig ab! Guck dir an, wie viele hier sind! Die Achterbahnfahrt hat begonnen! Woo. Ach du, das ist wirklich eine miese Achterbahnfahrt! Junge, ich weiß gar nicht, wo ich bin gerade! Jetzt bin ich oben! Immer wieder auf die Konzentrationsdinger! Guckt euch das an! Yo! Boah, Junge, viel Liebe wieder zum Detail! Nice. Und jetzt weg im Boden! Ja, nee, ist klar! Oh mein Gott! Ist das geil! Jetzt habe ich in Luft. Das ist geil. Schau mal zurück. Wenn du ganz zurückguckst, du siehst hier, hier ist sogar eine unsichtbare Plattform drauf, oder was? Ne, das ist die Blutspur, die es damals schon gab. Aber guck mal, daran sieht man, dass der moddet. Ja. Oder dass sie moddet. Einfach nur geil. Guckt euch diesen fetten automatischen Parcours an. Ein absolutes Träumchen. Und von diesem Map-Erbauer habe ich ein paar mehr gefunden. Nice. Das heißt, ihr könnt euch heute auf eine ganze Folge mega geiler Achterbahnfahrten freuen. Leute, ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Es ist einfach so geil, solche Maps zu spielen und zu genießen. Ich kann es immer nur wieder sagen, es ist geil. Und wenn ihr mehr sehen wollt, mehr solcher Maps, eine ganze Folge wieder nur Automatics gezeigt werden, die besten aus China oder aus der ganzen Welt, vielleicht kennt ihr einen russischen Automatic-Map-Bauer, dann droppt auf jeden Fall den Daumen nach oben, Leute. Das ist einfach so. Das und weiter geht's. So. Und jetzt geht's wieder los. Der Flip 50, 25 AP in meinen Nacken. Meinen auch. Oh. Ich musste nachlenken. Ich bis jetzt nicht. Mein Fahrzeug war wahrscheinlich ein bisschen defekt. Ich habe aber, ich kann sein. Retten. Kev, du hast einen Reifen verloren. Yes, nice. Und, der Junge. Ist das geil, zack. Und du siehst auch, wie oft die Positionen wechseln. Wir sind immer nah am Ziel und nicht. Alter, vor allem, manchmal flippst du in die eine Richtung, manchmal in die andere. Ja. Das ist so geil. Auch hier an die Decke rangeflippt mal kurz. Also wirklich, das ist ein absoluter Traum. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in Map Nummer 2 über. Hammer. Hört sich geil an. Juhu! Weiter geht es mit einer Map, die laut Google-Übersetzer unfassbar heftige Flips haben soll. Ich bin gespannt. Alter, also diese Chinesen, was die hier hinzaubern. Das ist wieder eine gemoddete Map, sieht man. Ja. Und man kann es auch immer super schlecht erahnen, was die Map in sich hat. Aber guck mal, hier sind schon Autos, Wracks. Ein Flugzeug im Flugzeugträger drin. Bin ich gespannt. Wahrscheinlich bin ich zu schnell. Ach Gott, nett, er braucht sogar noch eine Bremse ein. Wow, das ist ja sehr schön. Ehrenmann, Alter. Absoluter Ehrenmann. Ich glaube, der automatische Teil geht tatsächlich erst nach der Tube los. Guck mal, da ist aber auch Ehrenmann. Er hätte ab hier schon längst strecken können. Richtig. Er hätte sagen können, fahrt da einfach los und die Tube... Die richtet euch ja aus, so dass man dann hier gerade gegenfährt. Ich glaube, jetzt geht's los. Das ist nur geil. Und schon. Ach du Scheiße. Okay, und er ist direkt aus. Mein Wagen eine leichte Schwelle. Ja.
Nice, ich will auch sehen. Der erste hat mich schon wieder geflasht. Erstmal seitlich. Jolli. Und? Oh mein Gott, guck dir, ja, das ist ein Flip. Okay, der hat leider nicht funktioniert, Freunde, schade. Was für ein Flip war das? Ja, na klar. Dafür kann ich nochmal fahren, den geilen Flip. Oh. Okay, der ist aber nice, das ist der Beyblade, das ist der Beyblade. Oh, der Beyblade hat nicht geklappt. Ne, bei mir auch nicht. Oh, oh. Oh, oh, Freunde. Egal, dann können wir nochmal den geilen Flip hier genießen. Der erste ist der beste. Der erste war so geil, der Flip, das war Wahnsinn. Der hier ist der beste. Ah, Beyblade hat funktioniert. Jetzt, oh, wieder. Hallo? Konzentration. Konzentration. Also, bei mir hat ja gar nichts funktioniert. Wow, jetzt läuft aber. Ich bin ja hier schon gegen die Seite gegen. Wow. Und? Zack. Oh, guck mal, wie wir uns drehen. Das ist krank. Ist einfach nur geil. Und jetzt, zack. Zack, man darf einfach wirklich nichts drücken. Man muss einfach hoffen, ne? Ja. Hoffnung ist da. Ich habe kurz gegengelenkt, aber das hat gut geklappt. Nice. So, Freunde. Zweite Runde wollen wir mal schauen. Gehen wir in der ohne Zerstörung rein. Yo. Hier ein Slide, da ein Slide. Batz. Alter, ganz ehrlich, schon wieder so eine Zuckermap. Alter, was für ein geiler Spaß. Also, dass das alles so klappt, da muss viel Arbeit drin stecken. Da kommt er, jetzt geht's weiter in zweite Runde 2. Schon mal die schnellste zweite Runde. Zweite Runde, Alter, komm, jetzt machen wir die schnellste Runde, weil ich muss wahrscheinlich einmal respawnen. Bin nicht ganz heile. Oh, ich bin nicht ganz heile. So, Freunde, jetzt die Bremse, jetzt kommt mal der Vollgefahren. Ups, da ist er. Mal hallo, ich komme! Niemals! So, jetzt geht's gleich wieder los. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es diesmal erste Runde funktioniert. Abfahrt! Lass mich ich bin wahrscheinlich eindeutig zu schnell. Eindeutig. Deswegen habe ich einmal kurz abgebremst, weil ich dachte, wir waren vielleicht eben zu schnell. Egal, Vollgas! Der Flip ist einfach Wahnsinn! Alter, ich bin wie eine Rakete drüber geflogen. Nein! Wow. Er hat mich aussortiert. Alter, wie eine Rakete bin ich drüber geflogen. Ach du Scheiße. Viel zu schnell. Viel zu schnell, ist so. Aber der okay, nice. Junge. Jetzt hat er geflippt. Sehr schön. Yo. Und jetzt kommt das Beyblade gleich. Klappt es oder klappt es nicht, da Freunde? Und kommt Beyblade. Man muss ja wirklich nur einmal gegenlenken. Also ich habe nicht gegengelenkt, hat funktioniert. Nein. Was? Wo bist du denn gegengefahren? Nein, er hat sich auf den Rücken gedreht. Wow. Aber ich habe auch ein bisschen gegengelenkt. Ich weiß halt. Also ja, das war dein Fehler. Ich habe nicht gegengelenkt. Würde er sich überdrehen? Soll ich mal nicht gegenlenken? Ich habe nicht gegengelenkt. Und bei mir hat es einwandfrei funktioniert. Ich versuche es. Ich drücke nur W, Leute. Nur W. Ihr seid mein Zeuge. Und Freunde. Ich drücke nur W. Ich glaube, das klappt hier nicht. Bei mir hat es funktioniert, zum Glück. Oh mein. Ja, das war aber mega random. Alter, das war übelst random. Das hat geklappt. Ich war richtig in Schneckenmodus. Alter, Auto sieht hier aus. Alter. Da kann man sehen, Automatik, was das mit dem Auto anstellt. Ich verstehe es nicht. Diese Map hier von allen Mitspielern hat, glaube ich, nur 70% positive Bewertungen. Warum? Ja, wie, warum? Du musst nur, ganz ehrlich, wie hoch muss dein IQ sein, wenn du nicht verstehst, dass du nur geradeaus fahren musst? Tja, bei einigen. Also, crazy, Leute. Alter, heftig. Könnt ihr mir dieses Rätsel aufklären? Schreibt es mir gerne bitte in die Kommentare. Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Map Nummer 3! Geil! Es geht wieder megamäßig ab, Leute. Yeah. Wenn ihr bis jetzt noch keinen Daumen oder das Abo gedroppt habt, dann tut mir leid, müsst ihr es jetzt tun. Ja, ist einfach so. Euch ist nicht mehr zu helfen. Wer das ab dem Zeitpunkt hier nicht feiert, der ist muss, nicht mehr zu helfen, ja. Dem ist nicht mehr zu helfen. Der muss jetzt liken und abonnieren. Das sind geile Maps. Spielt sie selber. Link in der Beschreibung. Für euch suche ich sie raus. Jo. Jetzt noch eine weitere, die heißt Downtown Paradox. Du bist schneller als ich. Einfach besser gefahren. Du meinst besser geradeaus gefahren? Ja. Ist eine Kunst in GTA. Geradeaus fahren in GTA ist eine Kunst. Kurve. Ah! Nein! Kurvenfahren ist eine Kunst, Junge. Wow, Schild mitgenommen. Und jetzt geht's, glaube ich, ab hier, oder? Yo. Ich glaube, jetzt geht's wirklich ab. Was passiert hier? Wieder Bremse, oder? Oh, nice, eine Bremse, ja. Das ist schon mal stabil. Und jetzt und geht's, jetzt auf, geht's Leute. Ab. Yo. Automatic Flip. Ja, ja. Ja, genau.
Nein. Nee. Niemals. Wow. Hat geklappt. Auch nicht geklappt. Hat auch nicht geklappt. Bei mir schon. Hat ich auch bin nicht im geklappt. Wow. Nee, niemals. Genau das. Niemals. Boah, Augenkrebs. Guck mal diesen Flippern. Oh mein Gott, dann unten rein. Jetzt hat's geklappt. Wow, perfekt geklappt. Oh mein Gott, ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Erstmal durch das Haus. What? Ja. Oh, Epilepsie. Und verfreie ich ein Beyblade. Ab, das war's schon? Nein, es geht hier weiter. Da vorne geht's weiter, Speed. Aber das war schon mal geil. Im Parkhaus, Alter, dass man in das Loch rein droppt. Das habe ich nicht gerechnet. Ja, nee, wo fahr ich jetzt lang? Ja, nee. Okay. Wenn ich komme! Geil! Alright. Geil! Und zack! Nee. Also der Typ ist doch einfach Wahnsinn. Ey, die sind alle Wahnsinn. Ich gucke jetzt Turtle Slide an der Seite. Flips! Oh, sweet! Frage ist, geht's jetzt weiter oder ist hier... Das ist Ende. Ich bin gerade in die zweite Runde 2 angeschossen. Okay. Nächste Runde direkt incoming. Ich muss sagen, also... Man merkt jetzt schon langsam, ich komme in die Untiefen von GTA. Social Club im chinesischen Bereich. Weil man merkt schon, die Maps werden zunehmend, ich weiß nicht, ob ihr das rausspürt, Leute, aber die werden zunehmend so Oldschool-Level-Asian-artiger. Wisst ihr, was ich meine? Ja, weniger neue Elemente, mehr Elemente, die natürlich vorkommen werden, mit genutzt. Und... Aber trotzdem, ich feiere das so hart, ne? Das war einfach so Spaß. Dieser erste Flip Zucker. So, ich bin zwar angeschlagen, mal gucken, wie es funktioniert. Also bei mir hat es nicht geklappt beim ersten Mal, ne? Bei mir hat es First Try geklappt. Und jetzt auch angeschlagen, hat es nicht geklappt. Okay, falsch herum drin. Okay, jetzt dreht er sich. Bei mir hat es angeschlagen geklappt. Okay. Alter, war aber ganz aber scharf. Echt, wie du hier reinfällst. Dass das funktioniert. Das ist so geil, kann ich auch nicht sagen. Und jetzt geht's wunderbar. Und wir sind schon wieder oben. Diese pink-weiße muss nicht sein. Oh. Geil. Oh, diese automatischen Dinger sind einfach so überzucker. Es macht einfach Leute, nur Spaß. Es ist wie ja. so ein Freizeitparkbesuch. Es ist wirklich wie so ein Freizeitparkbesuch. Ja. Ich bin auch so einer gewesen, der bei Rollercoaster oder so dann selber seine Achterbahn gefahren ist. Yeah, weil es Spaß macht. Das war nur geil. Oh mein Gott. Oh. So wird jeder zum Warride King, Alter. Ist so. Jo. Juhu. Kannst auch gleich ins Ziel machen. Ich bin 5 Sekunden hinter dir. Ich habe jetzt 2 Runden mit dem gleichen Fahrzeug gemacht, ne? Ja. Crazy. Und da ist das Ziel, Freunde. Und wuhu. Oh. Unglaublich aber wahr, Leute. Ich glaube, die allerletzte Automatic Map, die ich jetzt noch aus den Untiefen gegraben habe, von X-Stich komplett Level Asian. Keine Übersetzung. Ich habe auch keine Ahnung, wie sie wird. Aber Leute, ihr, feurig. Wenn ihr jetzt noch keinen Daumen gedroppt habt, macht es gerne jetzt und vergesst nicht zu abonnieren. Ich würde doch wirklich gerne wissen. Schreibt doch gerne in die Kommentare, dass ihr neu hier seid. Wenn ihr neu abonniert habt, dann A, werdet ihr freundlich willkommen geheißen von der geilen Familie. Und B, weiß ich dann, wer neu dazugekommen ist. Weil ich stelle mir halt immer die Frage, keine Ahnung, so ein Video sehen, keine Ahnung, ich kann mit euch ja Karten auf den Tisch legen. Ja, ja. Keine Ahnung, sagen wir mal 20.000, werden wahrscheinlich mehr sehen, aber sagen wir mal 20.000. Die Hälfte, weiß ich, also nicht Abonnenten. Das heißt 10.000. Das heißt 10.000 neue Leute. Ich will mal wissen, wie viele Leute von den 10.000 biegen wir hin, dass die zu Abonnenten werden. Das wäre mega. Deswegen lasst euch nach einem Abo gerne in den Kommentaren feiern. Das wäre prima. Okay. Wäre interessant. Man merkt schon, sehr, sehr oldschool-lastig. Der will noch ein bisschen Offroad hier fahren. Ja. Das gefällt mir nicht. Am Anfang war es richtig geil. Durch die Kurve gesteilt und irgendeine Frau, die telefoniert hat, mitgenommen. Batsch. Das sieht dir ähnlich. Ja. So einer bist du nämlich. So einer. Oh, oh. Oh, guck mal, was da oben sich aufbaut. Oh. Man, es baut sich schon krass auf. Beim zweiten Mal in der zweiten Runde werde ich wahrscheinlich euch diesen Teil hier ersparen. Vielleicht ersparen, ja. Vielleicht auch nicht. Vielleicht haben wir ein lustiges Thema. Weiß man ja nicht. Bin jetzt erstmal gespannt. Das ist immer wieder eine. Ich weiß nicht, wie lang diese Folge wird. Das ist, glaube ich, die 4. Automatic, die wir spielen. Crazy. This is crazy. It's crazy. Jetzt müssen wir aber langsam oben sein. Und da. Ja, und da. Es. Wow. Wo fährt der Kev denn lang? Let's go. Ich respawne hier auch. Ich auch. Auto total ganz und machen. Abfahrt, Leute. Einfach nur Abfahrt. Klar, und hinter Kev her. Ich hoffe, das ist komplett automatisch. Anschlagen.
Wo Turtle Slide nach oben klappt? Wow, wie lang ist der denn? Alter, das ist mega lang, der Turtle Slide. Hat gut geklappt. Oh, jetzt fahren shit. Wir. Ja, nee, ist klar. Leute, diese Map hat nur sehr wenige Prozente. Warum? Oh. Yo, der Anfang ist wieder. Wow. Oh, die Container, hast du es gesehen? Ja, nee, ist klar. Ja, moin. So können die Container. Ja, der Flip. Wow. Ja, nee, ist klar. Wow. Ja, moin. Na klar. Alter, die ist ja übertrieben schmuf gebaut. Was war das denn? Was? Bist du aussortiert worden? Nein, aber ich wurde übelst geil rumgereicht. Ich bin durch. Oh, was hat? Ja, jetzt weiß ich, was du meintest. Wow. Oh mein Gott. Ach du. Warte, nee, es geht weiter. Was? Noch mehr? Wow. Ach nee, der hat da nur eine Führung gehabt. Crazy Papa Crazy. Man landet perfekt auf der Straße. Da habt ihr das ganze Gewirr. Ich bin mir immer übelst unsicher, wenn ich solche Maps raussuche, Leute. Was kommt, echt ja? Nicht viele Prozente. Ich verstehe nicht, wieso die eine so schlechte Bewertung hatte. Kann ich nicht sagen, die ist einfach geil. Von mir wird die 100% bekommen. Ja, die kriegt direkt 100%. Die wird mit Daumen nach oben zugekleistert von mir. Aber das Ding ist, weiß ich nicht, sagen manche, oh, die ist ja kacke, wenn man viel fahren muss. Ist doch egal, wenn du fahren musst. Ich würde sagen. Ist doch trotzdem geil. Weißt du, wie viel Arbeit und Liebe und Mühe da drin steckt? Also für die ganzen Flips, da hängt alle gar nicht lange rumprobiert. Dass die alle so funktionieren. Da muss ja alles stimmen, weißt du, auch wenn du, da musst du ja einkalkulieren, dass der Wagen noch so ein paar Dellen kriegt, währenddessen ja. Du schon die ersten Flips machst, etc. Einfach nur crazy. Anime-Fan ist da auch schon, da kann ich ja weiter düsen. Und natürlich ist auch immer zwischen Editor und richtigen Rennen hast du eine unterschiedliche Physik. Ja, das ist es. Das war damals im Oldschool, glaube ich, nicht so. Ne, aber mittlerweile. Wobei, ich glaube schon, bei den Barty-Dingern zumindest. Aber hier ist es so, du kannst ja, wenn du im Editor bist, auch deine Map testen und die funktioniert einfach anders als im richtigen GTA. Das macht das doppelt so schwierig. Einfach nur verrückt, dass trotzdem geile Map-Erbauer sowas bauen. Eieiei, ich find's aber nur sexy. Einfach nur geil. Hey, jetzt ist ein Cut gut angebracht. So, ja. Dieses Rumgefahren leider, aber ist auch mal interessant. Aber das sieht von hier so geil aus, diese... Man hat wenigstens das Gefühl, dass man ein Rennen fährt. Ja. Aber da merkt man mal, wie langweilig so ein Rennen an sich ist. Ja, die normalen Rennen haben es dann irgendwie nicht mehr. Ja, wenn man die ganze Zeit nur mega Stunts hat, mega Flips, dann ist so ein normales Rennen, wirkt dann schon so ein bisschen langweilig. Ja, normal, ja. Bis wir zum automatischen Teil kommen. So. Gleich wieder respawnen, damit ich den ganzen Auto habe. So. Ah ne, noch zwei Kurven. So Leute, wir nähern uns dem Startpunkt. Wir sammeln hier natürlich ein und respawnen. Und ich bin gespannt auf die nächste Runde. Es war einfach nur geil. Er macht YOLO! Nein, ich habe auch respawnt. Oh, ich habe die Führung nicht mitgenommen. Ja, oh, guck, ob es schon funktioniert. Oh, es hat geklappt. Oh, es hat ganz glücklicherweise geklappt. Eieiei. Hat doch Glück gehabt. Turtle Slide. Und perfekt. Ich liebe, dass man durch die Ringe springt. Ne? Man das kommt ist so geil. So aber die Container werden auch jetzt wieder. Wow. Oh, die Container. Ja, stimmt. Guck mal, die Map ist perfekt. Container, zack. Ja, perfekt durch. Bam. Und dieser Flip, vor allem, wie random der ich aussieht, sagen. Aber der funktioniert. Funktioniert einfach alles. So wow. Krank. Nein. Wir hatten das auch noch nicht. Turtle Slide auf Warride Flip. Bei mir hat es nicht geklappt. Ich bin jetzt nicht in den Turtle Slide reingekommen. Wow. Aber kann ich das hier nochmal fahren, Freunde? Bei mir hat es nämlich geklappt. Ich weiß schon mal, wer das Ziel nicht beenden wird. Nicht sehen wird. Wie? Erster Platz? Richtig verdient. Kann nur einer. So, der jetzt. Der Spruch ist doch von mir. Niemals. jetzt hat's funktioniert. Oh, was soll ich sagen? Es war heute wieder eine ganz besondere Folge. War zwar viel Recherchearbeit nötig, aber
der Spaß, der zahlt es einem zehnfach aus. Ja, es ist einfach so geil. Es ist so toll, Automatic Maps zu spielen. Ich hoffe, dir hat diese heutige Folge auch gefallen. Wie gesagt, wenn ja, dann drop doch gerne ein Däumelein nach oben. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, ob du unbedingt noch mehr Automatic Maps sehen möchtest, weil ich muss, glaube ich, echt schon tief graben, um noch mehr zu finden, falls es noch welche gibt. Da wären wir ein paar Kommentare. Sehr, sehr nice. Und ich glaube, ich fahre ins Ziel. Du fährst sowieso noch die Straße ab. Wow. Leute, was für eine spaßige Folge. Bleibt geil und macht's gut. Bis dann und ciao. Gucken. Vielleicht kriegst du es noch hin. 24 Sekunden. Nur auf Straße könnte ich hinkriegen. Komm jetzt. Vollgas. Das wird eng, Junge. Aber es wird sehr eng. Ja, scharf. Wenn ich gerade ausfahren könnte, dann wäre es okay. Aber ich muss noch die Kurve hinkriegen. Nein, nein. Du Armer. Aber wir wissen ja, eine Kurve weiter ist das Ziel, Freunde. Ah, Automatik ist einfach geil.